Hey Leute und willkommen zurück in Super Mario 3D Land. Ja, wundert euch nicht, ich bin nämlich schon... Eigentlich habe ich schon weiter aufgenommen, aber die Aufnahme ist abgekackt und aus irgendeinem Grund war mein Mikro nicht aufgenommen nach den ersten 5 Sekunden. Deswegen, yay, yeah, spielen wir nochmal. Was nicht so schlimm ist, weil ich hatte eh ein paar Star-Coins vergessen. Hey. Okay, wir sind hier in einem Schneelevel. Nicht wie im letzten mit lauter Seilen und alles zum Balancieren, sondern nein, mit lauter Trampolin-Plattformen. Was auch ziemlich cool gemacht ist. Vor allem, ja, sie werden halt überall genutzt in dem Level. Und damit waren auch die Starcoins. Oh, ich finde auch die Starcoins ganz cool versteckt, zum Beispiel hier. Die hätte ich fast übersehen wollen. Zack, gleich mal die erste Starcoin. Ich habe sie jetzt zwar jetzt eigentlich schon einmal aufgehoben. Aber natürlich fürs Let's Play holen wir es uns nochmal einfach, ja, damit wir es komplett haben. So, die Gumbas verfehle ich natürlich mit Absicht, meine ich. Ich wollte sie nicht erwischen, nein, nein. Und schon sind wir beim Mittelfeld, ja. Okay, erste Starcoin haben wir. Jetzt muss ich gerade überlegen, nicht, dass ich aus Versehen an der nächsten vorbeirenne. Das wäre natürlich jetzt irgendwie peinlich. Rote Ringe brauche ich nicht. Ich habe noch eine Feuerblume im Inventar. Und ja, ich glaube, wir sind schon noch safe, was die zweite Starcoin angeht. So, wir hupfen hier einfach rüber und genau, hier können wir mit ein paar Wandsprüngen hin und her gehen und haben Starcoin Nummer 2. Wir warten einen kurzen Augenblick und jawohl, schon haben wir hier den Leap of Faith geschafft. Und jetzt kam direkt, glaube ich, genau, da war sie schon, die dritte Starcoin. Die muss man aber von oben holen, nicht von hier unten. Das heißt, wir hupfen einfach hier hin und... Ah, verdammt, jetzt wurde ich echt noch erwischt. Es lief so gut. Ja, muss schon sein, wenigstens ein Fail in dem Level. Und ja, damit haben wir alle 3 Starcoins und können eigentlich schon verschwinden. Da vorne war schon der Ausgang und nein, das war knapp. Das war nicht knapp. Genau, hier war auf jeden Fall schon der Ausgang. Und dann können wir schon zum nächsten Boss-Level gehen. So, mal schauen, ob ich die Goldfahne jetzt hinkriege. Die muss ich jetzt natürlich auch nochmal onscreen schaffen. Und jawohl, noch ein One-Up für uns. Okay, geil, Leute. Damit senden wir zum nächsten Boss. Der sogar... Ja, okay. Wir sehen es ja gleich. Ich brauche ja nicht immer alles vorher sagen hier. Ja, speichern wir nochmal. Ich habe ja so viel Neues gemacht. So, im Boss-Level, genau. Da fehlt mir die goldene Fahne und eine Starcoin. Ja, war jetzt nicht ganz so guter Lauf. Aber ja, das sollten wir jetzt hinkriegen. Ich hoffe nur, dass ich ein bestimmtes Power-Up noch bekomme. Ein bestimmtes Power-Up, halt ein Tanuki. Brauche ich gar nicht hier so reden, als ob es ein Geheimnis wäre. Mario? Der Bob-Baum ist nicht gut platziert und verdammt, ich werde sterben. Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwo noch ein Tanuki ist. Verdammt, dann muss ich das ohne hinkriegen. Ah, mal schauen, es wird schon... Was? Was? Oh, komm, wollt ihr mich verarschen? Oh man. Das ist. Ich war doch gar nicht so weit hin. Ich bin gerade nach rechts gesprungen. Na gut, Scrolling-Level. Ich sollte sie nicht unterschätzen, glaube ich. Schnappen wir uns auf jeden Fall hier die erste Starcoin, die sehr offensichtlich versteckt ist. Ich meine, die war sehr gut versteckt, auf jeden Fall. Oder kann es sein, dass diese Dinger hier instant töten und ich deswegen gerade verreckt bin? Okay, komm, ich brauche den Nuki, ich brauche den Nuki. Denn hier ist jetzt die zweite Starcoin. Runter klettern, runter klettern. Los, nochmal, nochmal. Jetzt geh auf die Seite und geh da hoch. Nein, es reicht nicht. Ich werde sterben. Ja, ich kann gleich sterben eigentlich. Ah, verdammt. Okay, okay. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ich hole dich das Starcoin und dann verschwinden wir hier. Mario, du musst nur an dich glauben. Und warum werft ihr nicht mit Schraubenzieher, sondern mit Bombers? Das ist voll gemein. Okay, erstes Starcoin. 3 Münzen. Nice. Rein, rein, rein. Okay. Jetzt alles gut, alles gut. Jetzt direkt hier einfach mal ein bisschen schneller sein und sich sofort den Tanuki holen. Und sofort diese verdammten Dinger hier nach oben hauen. Okay. Jetzt, das muss reichen, das muss reichen. Jetzt, ey, wie viele Versuche brauche ich denn, um so eine verdammte Starcoin zu holen? Und nein, warum hebst du sie auf? Oh, verdammt, Mario. Warum hebt ihr jetzt den Bob-Omb auf? Ja, es kommt davon, wenn man die Springetaste gedrückt hält und nein, das war zu knapp. Das hätte ich mir aber auch denken können irgendwie. Okay, Zeit für eine Feuerblume. Hier oben ist die
Hier oben ist die dritte Starcoin übrigens. Man sieht es an dem Schatten. Oder man wartet einfach, dann müsste man sie, glaube ich, auch sehen. Ja, und dann ist das Luftschiff auch schon zu Ende. Ach, verdammt, ich hätte echt gerne jetzt den Tanuki gehabt, damit ich die Goldfahne hinbekomme. Aber da muss ich halt einfach auf meinen Skill hoffen. Also, hoffen, / beten. Okay, und wir kämpfen schon wieder gegen sie hier. Und ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Es ist, ja, ich bin sehr gut informiert, wie immer. Aber sie wird auch einfach nur diesen normalen Sprungangriff da machen. Immer einfach... Okay, ignoriert, was ich gerade sagen wollte. Und, boah, man kann... Ich habe gerade ein One-Up bekommen, weil ich auf ihrem Panzer rumgesprungen bin. Alter, guck mir das an. Wie geil ist das denn? Okay. Okay, ich sollte jetzt nicht drauf gehen. Ganz ehrlich, ich... Was? Ich habe sie getroffen und habe danach Schaden bekommen? Oh, ey, komm. Aber cool, dafür habe ich diesen Trick jetzt gefunden. Ist hier irgendwo ein Pilz? Ein Pilz? Nein? Oh, ich war ja schon groß. Ich Idiot. Okay. Ach, weißt du was, ich bringe ihn auch mal schnell um. Damit wir das hier... Das ist schon wieder eine geniale Aufnahme heute. Es ist einfach unglaublich. Okay, okay. Aber wir haben einen coolen Trick gefunden. Den habe ich sogar noch gar nicht gesehen bis jetzt auf YouTube. Kann ich ja dann irgendwie mal nochmal extra hochladen oder sowas, damit es auch die Leute mitbekommen, die ja nicht meine Let's Plays schauen. Okay, ziemlich bekannt ist ja der Level-Trick aus... Ja, aus einfach dem zweiten Level oder so gleich. Wenn man einfach einen Koopa nimmt und dann gegen die Wand haut. Das sollte ja eigentlich schon fast jeder kennen. Was jetzt sollte, also den kennen, glaube ich, einfach schon die meisten. Aber das wusste ich jetzt noch gar nicht. Und jawohl, da haben wir sie noch. Diesmal bitte nicht die Bob-Bomb fangen. Es ist echt unglaublich, wie ich mich hier heute anstelle. In der Aufnahme vorhin habe ich, glaube ich, 4 Level oder so geschafft. Jetzt bin ich froh, wenn ich hier durch 2 durchkomme. Ach, ich kann hier unten stehen. Oh ja, das ist ja einiges. Okay, jetzt schön ruhig bleiben. So. Es ist... Das wie viel Level ist das? Das zweite. Und jetzt schon wieder 8. Das ist... Ja, okay, gut. Auf zum Aus, Leute. Auf jeden Fall ein cooler Trick, um Leben zu bekommen. Man hat zwar mehr als genug in dem Spiel, aber trotzdem ein cooler Trick. So, bring it on. Ich würde sagen, wir flankieren sie hier von der Seite hier und dann springen wir voll in sie rein. Verdammt, ich wollte doch den Tanuki behalten. Ich bin schon gar nicht mehr wirklich dabei inzwischen, glaube ich. So, wir fahren uns hier einfach wieder ein paar Leben. So, jetzt runter von hier am besten, damit wir nicht wieder gleich drauf gehen. So, Sprung 1. Und keine Ahnung, wie ich da gerade noch Schaden bekommen habe. Und... Warte, warum bin ich jetzt in sie reingelaufen? Ja, das weiß ich auch nicht so wirklich. So, nochmal ein Leben für uns. Und da wird sie wieder versuchen, uns jetzt in den Hals umzudrehen. Ich bin gespannt, ob... Oh, war das knapp. Okay, okay. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, deswegen spiel ich so vorsichtig. Okay, wir haben es gepackt. Wir haben es aber geschafft. Hat hier nur 5 oder Versuche oder sowas gebaut. What the hell? Und ja, jetzt kann ich ohne Tanuki noch... Da, seht euch die Fahne an. Die habe ich letztes Mal nicht wirklich hochgehisst. Mal schauen, ob es dieses Mal besser wird. Vor allem ohne Super Mario und alles. Ja, ich brauche es eigentlich gar nicht probieren. Oh, okay. Dann habe ich mich einfach nur angestellt. Yay! Ja, meine Starcoins und die goldene Fahne. Und es hat nur ewig gedauert. Aber echt cool, ey. Kann ich dir den Trick schon? Das war gerade echt Zufall, dass ich das irgendwie rausbekommen habe. Naja, mal selber was rausbekommen und nicht im Internet nachgeschaut vorher. Nein, Mario, was tust du? Nein! Okay, ich möchte da bitte raus. Mario, nein! Okay, einen Moment. Level-Auswahl. Ja. Okay. So, wir dürfen nicht noch mehr Zeit verschwenden hier. Nein. Verdammt, sag bloß, ich kann jetzt diese Cutscene hier nicht mehr anzeigen lassen. Okay, also stellt euch vor, Mario rennt hier über den Bildschirm. Genau hier hin. Und dann sollte dazwischen... warte, wie machen wir das jetzt halt? Da war auf jeden Fall eine Cutscene und da kam wieder ein Brief. Wen überrascht's? Und haben wir nicht hier irgendwo ein Tothaus, wo man sich das anzeigen lassen kann? Warte mal, war das erste Tothaus hier? Das hier? Nein, ist es weg. Okay, dann in die zweite Welt.
Ey, dieser Part ist so verplant, aber ich will jetzt nicht nochmal aufnehmen. Hä, es gab doch irgendwo ein Tothaus, da konnte man sich die Cutscenes wieder ansehen, oder? Ah, hier war das. Genau, in Welt 3. So, also die Cutscenes ins Anführungszeichen. So, schauen wir doch mal rein. Und dann können wir sehen, was für einen wunderbaren Brief Peach uns geschickt hat. So, hier in Tots magischem Buch. Und zwar nicht das, auch nicht das, erst recht nicht das hier. Und das wollt ihr eigentlich gar nicht sehen, nein. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist das hier, oh mein Gott. Oh mein Gott, seht es euch an, wie grausam. Und Peach rennt einfach davon, egal. Mario ist noch nicht mal da, aber Peach ist schon wieder frei und flüchtet einfach von selber. Ihr kennt's ja. Oh, apropos, habt ihr eigentlich Super Princess Peach gespielt? Es war ein DS-Spiel und ich wollte das irgendwie mal spielen, bin aber nie dazugekommen. Schrägstrich, ich hab's mir nie gekauft. Aber gut, nach all diesen Blablabla, ich krieg hier irgendwie nichts auf die Reihe. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach hier das Unterwasser-Level. Das sollten wir doch wenigstens hinbekommen, oder? Jetzt Konzentration hier. Und ja, wenn ihr einen Tanuki habt, könnt ihr direkt einfach hier rüber springen, dann könnt ihr gleich ins Ziel laufen. Aber ich habe keinen und ich will die Star Coins, deswegen, ja. Hol die Star Coins, yeah! So, ich glaube, da oben war doch noch ein Power-Up. Nein, was glaube ich nicht. Aber vielleicht ein Pilz, weil ich klein bin? Na, seid ihr so nett? Seid ihr so nett? Nein, das ist nicht so nett. Was erwarte ich denn von ihnen? Okay, aber hier war, glaube ich, einer irgendwo. Aber wie soll ich denn das jetzt aufbekommen? Kann ich stampfen oder was? Ah, kann ich. Okay, das ist gut. So, da ist doch bitte ein Pilz. Nein! Okay, dann war der Pilz wahrscheinlich im Block und ich habe mich gerade nur vertan. Das kann natürlich auch sein. Ach ja, und genau. Hier unten drunter ist auf jeden Fall... das war falsch. Hier unten drunter ist auf jeden Fall die erste Starcoin. Zack. Haben wir die schon mal. Und in dem Level kann man relativ sich verlaufen. Also, sagen wir so, ich habe mich vorhin verlaufen. In der anderen Aufnahme. Was eigentlich sogar dann ganz lustig war, weil ich hätte es fast nicht mehr ins Ziel geschafft. So lang bin ich hier rumgeirrt. Aber okay. Jetzt haben wir keine Feuerblumen. Das heißt, wir sollten uns ranhalten, dass wir einigermaßen durchkommen da rechts. Keine Ahnung, was in der Röhre... für die Röhre da ist, kommt man auf jeden Fall hin, wenn man wenn man eine Feuerblume hat. Dann ist es einfach nur ein leerer Raum mit ein paar Münzen. Also total sinnlos. Was ihr wollt, dann ist hier hingehen. Und dann könnt ihr euch da hinten, wenn ihr schnell seid, hier die 5 roten Münzen einsammeln. Und euch eine Feuerblume holen, die wir sogar brauchen. Also bitte komm her. Ja, vielen Dank. Okay, damit können wir jetzt nämlich hier den Aal erledigen und. Mario. Seriously? Verdammt. Okay. Erinnert ihr euch noch dran, wie ich vor 5 Minuten gesagt habe, ich sollte mich jetzt vielleicht mal konzentrieren? Nur weil ich die Level schon gespielt habe, mache ich jetzt noch Bullshit? Ja, vergesst es einfach. Ich glaube, ich halte mich hier nicht dran. Okay, auf jeden Fall. Es gibt noch einen anderen Weg. Und zwar müssen wir da hier durch. Und dann können wir hier hochschwimmen. Yay. Das Blöde ist, wir kommen jetzt nicht an die Star Coins. Ich kann euch aber zeigen, wo... Oh, wir können doch an die Starcoins. So, ohne Feuerblume. Hier ist die eine. So, oh nein, nein, nein. Ja. Und die andere ist hier. Aber wenn ich die jetzt einsammle, werde ich sterben. Deswegen werde ich es lieber nicht machen, weil... Was echt cool ist, und ich würde es eigentlich sogar gerne zeigen, aber ich habe halt keine Feuer... Oh nein, ich werde reingezogen. Ja, jetzt kommt er hier. Guckt ihn euch an. Wer hätte uns direkt aufgefressen? Und deswegen bräuchten wir eine Feuerblume. Okay, dann haben wir es ja doch einigermaßen gezeigt. Kann ich den eigentlich besiegen ohne Feuerblume? Ah, okay. Ja, die Piranha-Pflanzen sind hier nicht mehr so stark wie in SM64. Oh, dafür wird es etwas schwer, die goldene Fahne hier zu bekommen. Okay, okay. Schnapp und erwischt. Okay. Eine weniger schon mal. Oh, ein One-Up. Komm mal her. So, wir haben genug Zeit, oder? Ja, wir haben mehr als genug Zeit. Und werde ich jetzt den Sprung hinbekommen? So, okay. Und dann einfach ein bisschen Anlauf und yay! Ein One-Up für uns und die goldene Fahne zum zweiten Mal. Okay, Leute. Puh. Ich glaube, das war heute so ziemlich der verplanteste Part überhaupt. Wir haben zwar wenigstens 3 Level gemacht und eine Cutscene gesehen, ja. Aber gut, wir sind in der 7. Welt. Vergiss nicht eine Pause. Ja, pfff. Denkst du? Gut.
Okay, Gott, ich glaube hier nur noch Bullshit. Okay, Leute, ich hoffe, der Part hat euch etwas gefallen. Auch wenn ich irgendwie nicht wirklich dabei war, glaube ich. Deswegen, nächstes Mal geht's wieder ernsthaft hier weiter mit einem, ja, unterirdischen Level. Ja, ist Kanalisationsding. Diese üblichen zweiten Level auf jeden Fall bei Mario. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und have fun, was auch immer. Frohe Weihnachten ist wahrscheinlich schon längst rum, aber egal.